So, willkommen zur Statistik 2 mal wieder. Wir wollen diese Woche versuchen, die einfache Regression ein bisschen abzurunden, indem wir uns nochmal fragen, wann wenden wir so ein Regressionsmodell eigentlich an? Wie interpretieren wir es in seiner Gesamtheit mit allen Fragen, die wir bisher schon gestellt haben? Und dann gibt es auch noch so ein bisschen das Kleingedruckte der Regression, kann man sagen. Das läuft hier auch teilweise unter dem Begriff der Regressionsdiagnostik. Das bedeutet, wenn ich mein Modell habe, inwiefern kann ich dem Modell wirklich trauen? Was ist an den Daten vielleicht so, dass die Annahmen, die ich eigentlich mache, wie mit jedem Modell mache ich mit einem Regressionsmodell Annahmen über das, was dahinter steckt? Kann ich das überprüfen? Und wir lernen auch ein, zwei Tricks kennen, wie ich vielleicht manche der verletzten Annahmen reparieren kann, sozusagen. Also, wir hatten schon festgestellt, dass wir mit einer Regression fragen können, wie gut passt das Modell zu den Daten, wie viel Varianz kann es erklären, Fragen, die wir mit R² beantworten. Erklärt es mehr als nur der Mittelwert? Das läuft auf so einen direkten Modellvergleich hinaus. Ein stupides Mittelwertsmodell versus mein lineares Modell mit einer Steigung der Geraden. Das ist der F-Test des Regressionsmodells oder auch die ANOVA. Und schließlich ist die Steigung meiner Regressionsgeraden von 0 verschieden. Ist es, wenn ich einen Signifikanztest auf Verschiedenheit von 0 mache, denn so, dass dort ein signifikantes Ergebnis resultiert. Das machen wir mit einem T-Test oder auch mit einem Konfidenzintervall für den Regressionskoeffizienten. Wir können uns ganz kurz nochmal ein Modell in seiner Gänze anschauen. Wir haben hier ein Regressionsmodell, was uns auch später noch mal ein paar Mal begegnet, wo wir die eigene Körpergröße von einer studentischen Stichprobe regressiert haben auf die mütterliche Körpergröße. Anders gesagt, wir haben versucht, die eigene Körpergröße, die studentische Körpergröße aus der mütterlichen Körpergröße vorherzusagen. Wenn wir das tun, haben wir hier im Regressionsoutput erstmal hier auf der Seite ein, was man Model Summary nennen könnte. Wir sehen hier, das sogenannte R² beträgt Punkt 11, Punkt 12, Punkt 117. Das bedeutet, 11,7% der Varianz, die ich insgesamt hatte in meiner aufzuklärenden Variable, also die Varianz, die ich in eigene Größe beobachte, die kann ich zu 12% zurückführen auf die mütterliche Körpergröße. Sind Sie jetzt beeindruckt? Das hängt davon ab. Ja? Das ist eben etwas, wofür man auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln muss und wo man sich auch mal fragen kann, was würde ich denn eigentlich erwarten? Was gibt es denn alles für Einflüsse, die auf meine Körpergröße einwirken? Dann ist die elterliche Körpergröße sicher etwas, was wir da im Blick haben. So von, mit unserem Weltwissen, unserem Biologiewissen würden wir sagen, ja, die Körpergröße des Vaters, die Körpergröße der Mutter sollten einen Einfluss haben. Aber natürlich trägt auch Ernährung, sonstige Entwicklungsumstände was dazu bei, wie groß im Ende jemand wird. Vielleicht Krankheiten, Entwicklungsverzögerungen, alles Mögliche. Sodass man eigentlich sagen muss, wenn ich 12% dieser ganzen Streuung allein durch die mütterliche Körpergröße, zumal hier auch noch durch eine nur vom Student selber berichtete mütterliche Körpergröße vorhersagen kann, ist es so schlecht auch wieder nicht. Generell muss man sagen, in den Sozialwissenschaften werden sie mit etwa 10, 15% Varianzaufklärung schon oft gute, es werden schon Modelle sein, die man als Zugewinn betrachtet, wo man sagt, jetzt weiß ich mehr über die Welt, wenn ich 10, 15, 20% Varianz aufklären kann. Darunter haben wir dann diesen ANOVA-Table, der uns also nochmal die verschiedenen Varianzquellen in unserem Modell auflistet. Das ist unser Regressionsmodell, die erste Zeile. Das zweite ist Residual, was wir eben nicht erklären können. Und dann gibt es eben auch eine Gesamtvariation. Also die Sum of Squares, die geteilt durch die Freiheitsgrade im Prinzip die Varianz der eigenen Größe ergeben. Hier haben wir gesehen, 11-mal mehr Varianz ist durch das Regressionsmodell zu erklären
verglichen mit einem primitiven Nullmodell, also diese 800, fast 870 geteilt durch im Verhältnis zu diesen 76 ergibt einen F-Wert von 11. Ein F-Wert von 11 ist natürlich jetzt in der richtigen, Sie müssen in der richtigen Tabelle mit den richtigen Freiheitsgraden nachschauen, und zwar mit letztlich 1 und 86 Freiheitsgraden. Aber ein F-Wert von 11, 12 wird quasi unter all möglichen angenommenen F-Verteilungen, die unter der Nullhypothese dann gelten, signifikant sein, auf all möglichen Signifikanzniveaus. Wir haben, meine E-Mail ausmachen, damit ich hier in Ruhe mit Ihnen arbeiten kann. Wir haben dann hier unten noch die sogenannten Koeffizienten. Wie gesagt, in der einfachen Regression alles sehr übersichtlich, weil wir hatten nur einen Regressor, nämlich Körpergröße der Mutter. Wir haben hier nochmal so eine Art Intercept-Wert, also den Y-Achsenabschnitt, wenn die Körpergröße der Mutter 0 ist, sozusagen. Und dann für jede Einheit, die Körpergröße der Mutter zunimmt. Hier steht es nochmal nett für uns dabei. Das ist, weil letztlich eine Hilfskraft von mir vor vielen Jahren, als sie diesen Datensatz angelegt hat, zum Glück in den Variablen-Namen, in die Beschreibung gleich reingeschrieben hat, dies ist die Variable Körpergröße der Mutter in Zentimeter. Das ist eigentlich ganz gut. Weiß man das jetzt auch immer, und das Statistikprogramm, in diesem Fall SPSS, druckt einem das auch hier mit aus. So, jetzt wissen wir also, wenn die Mutter 0 Zentimeter groß wäre, dann wäre, das ist eine rein mathematische Beobachtung sozusagen, dann wäre der erwartete Wert für deine Körpergröße oder die dann zu erwartende Körpergröße 87, nee, Entschuldigung, 83 Zentimeter, also sehr klein. Aber ist natürlich auch ein bisschen Quatsch. Aber mathematisch ist es so. Und für jeden Zentimeter, den die Mutter dann größer wird, nimmt deine eigene Körpergröße um etwa einen halben Zentimeter zu, also 0,55. Machen Sie hier oben bitte nochmal nicht den Fehler, hier das bei 150 abzulesen, also dass Sie hier den Intercept quasi angeben mit, naja, wo schneidet die Gerade, die Y-Achse, irgendwas mit 166 Zentimeter. Das ist nicht der Intercept, denn das ist der Wert, den Sie vorhergesagt bekommen, den Sie erwarten würden, wenn die mütterliche Größe 150 beträgt. Ja? Während diese 83 eben tatsächlich für das numerische Null des Regressors quasi entspricht. Denken Sie da einfach nochmal an die Regressionsgleichung. Y Hut, also das Erwartete in Y, ergibt sich aus einem Intercept Beta 0 oder B0 plus etwas Vielfaches von x sozusagen. Ja? Und das sind eben diese, wären diese 0,55. Also dieses B1 hier, das steckt hier drin. So, das war nochmal in lang alles, was wir so aus so einem Regressionsmodell wissen können. Die erste Gefahr, vor denen ich Sie warnen muss, wenn Sie Regressionsmodelle anwenden wollen, für zwei metrische Variablen, also das ist tatsächlich die erste Waffe, die uns dann einfällt, aber es gibt eben Fälle, wo wir aufpassen müssen, dass wir das nicht tun sollten. Hier oben ist sozusagen die Daten, die sind die Daten vielleicht mal gezeigt, die uns vorliegen. Ja, das ist aus dem Buch von Motulski, Intuitive Biostatistics. Ja, über die Zeit gibt es hier eine Signalzunahme. Die lässt sich wunderbar beschreiben durch einen, manchmal sagt man auch linearen Trend, also das lineare Modell, was man hier anfitten könnte, wäre dieses. Wunderbar, hohes R-Quadrat. Wie Sie hier sehen, ein sehr, sehr, sehr gutes R-Quadrat. Was hat er jetzt, der Autor, hier für uns gemacht? Er hat uns drei verschiedene Szenarios gezeigt, die auch wahr sein könnten, aus denen diese Daten, dieser kleine Abschnitt stammt. Ja, sehen Sie das hier? Hier oben geht die X-Achse eben nur bis 15 Minuten. Wir sehen also so irgendeinen Prozess, irgendeinen Ausschnitt aus einem Signal, von dem nur 15 Minuten gemessen wurden. Und jetzt hier wurde aber sozusagen 150 Minuten gemessen, und dann sieht man, okay, das wächst immer weiter. Wäre ein Fall, wo man sagt, ja, prima. Ob ich da 15 Minuten gesehen habe oder ob ich später die Minuten 100 bis 115 mir angeguckt hätte, wäre ich zum gleichen Schluss gekommen. Lineare Zunahme des Signals über die Zeit mit einer bestimmten Steigung. Das gleiche Signal
könnte aber auch so weitergegangen sein, dass nach 15 Minuten hier so ganz langsam so eine sogenannte Sättigung einsetzt. Das ist dann kein lineares Modell mehr, sondern im Englischen nennt man die Power Laws, also die folgen einer Potenzfunktion, einer nichtlinearen Funktion, die dann sich hier so asymptotisch irgendeinem Grenzwert annähert. Das Entscheidende ist, die ersten 15 Minuten hätten genauso ausgesehen. Ja? Also für diese ersten 15 Minuten hätte der lineare Trend immer noch sehr, sehr gut gepasst. Sehen Sie das? Also auch ein lineares Modell könnte an diesen Daten für die ersten 15 Minuten sehr viel aufklären. Oder sogar noch schlimmer, also noch nicht linearer, das Signal könnte tatsächlich was Zyklisches eigentlich sein, was auf und ab geht. Also zum Beispiel was sich zum Beispiel könnte das ja, theoretisch könnte das zum Beispiel ein biologisches Signal aus zum Beispiel einem Organismus, einem Tier sein, was etwa einen 100 Minuten Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel hat. Also einen sehr kurzen Schlaf-Wach-Rhythmus von vielleicht nur knapp 2 Stunden. Ja? Dort wäre das ebenfalls so, dass man 15 Minuten lang meinen könnte, oh, linear, nämlich eine lineare Regression, für das Gesamte aber offensichtlich der lineare Zusammenhang gar nicht stimmt. Also die Idee hier ist, wir dürfen nicht extrapolieren. Wir sollten Regressionsmodelle nicht verwenden, um dann, was heißt extrapolieren, jetzt neue X-Werte einzusetzen aus einem Bereich, das hieß in diesem Fall aus einem Zeitbereich, den wir gar nicht beobachtet hatten in unserer Stichprobe. Ja? Unser Modell hat sozusagen eine Gültigkeit, aber wir reklamieren nur, dass es gültig ist für Werte, für Bereiche der X- und der Y-Variable, die wir auch wirklich beobachtet haben. Ja? Die zweite große Gefahr bei Regressionsmodellen ist, also damit eigentlich eng verwandt, aber davon abzusetzen, die Daten, ein lineares Modell kann oft gut an die Daten passen, nach R², obwohl es offensichtlich kein linearer Prozess ist. Insofern ist also die Grundannahme, dass ich lineare Modelle nur dort verwenden sollte, wo auch lineare Zusammenhänge da sind, eben sehr, 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 sehr wichtig. Der Satz hier, to a man with a hammer, everything looks like a nail, wird eigentlich, glaube ich, dem Motivationspsychologen Maslow zugeschrieben, wenn ich es richtig weiß. Aber der wird hier einfach benutzt. Das ist ein schöner Satz, immer dann, wenn man sagt, man hat jetzt so ein neues Instrument gefunden, eine neue Technik gelernt, zum Beispiel Regressionsanalyse. Und jetzt wendet man die auf alles indiskriminativ an, was einem sozusagen was entfernt danach riecht, als könnte man eine Regression anwenden. Und das Problem haben wir hier. In diesem ersten Fall hier, dort sieht es wunderbar aus. Ja? Eine Punktwolke, mit der mit dem bloßen Auge schon was Lineares zu erkennen ist. Dort kann ich ein lineares Modell fitten, diese Gerade, bekomme eine schöne Lösung, habe wirklich was gewonnen. Ich kann wirklich diesen Zusammenhang in 2 Parametern beschreiben. Intercept und einer Steigung der Regressionsgeraden kann ich diese Daten schön beschreiben. Das Problem ist, das kann ich hier auch tun. Obwohl ich hier offensichtlich wieder was Nichtlineares drin habe. Also hier ist es ja so, dass ich für diese Werte, hier mache ich auch einen systematischen Fehler. Sehen Sie das? Da würde ich für große X-Werte und relativ kleine X-Werte mit meiner Gerade eigentlich die eigentlichen Werte überschätzen und hier in der Mitte würde ich sie unterschätzen. Ja? Da liegt die Gerade systematisch unter den beobachteten Werten und hier systematisch über den beobachteten Werten. Dieses Modell passt nicht gut. Darüber sprechen wir gleich. Was hier verletzt ist, ist die Homoskedastizität. Die Fehler, die ich hier mache, sind die Größe und Vorzeichen des Fehlers hängt systematisch davon ab, wo ich auf der X-Achse bin. Kein linearer Prozess. Was ist hier los? Hier habe ich eigentlich zwar einen schönen linearen Trend in den Daten, aber ich habe einen Wert, der ganz klar davon ausreißt. Und der hat offensichtlich dafür gesorgt, dass das gefittete Modell so aussieht, statt so. Der muss natürlich auch bei einer Kleinstquadrate-Schätzung mitgenommen werden. Hier ebenfalls wieder numerisch haben wir hier bei allen 4 eine gleich gute Regressionslösung. Aber so richtig Sinn macht sie eben nur hier oben. Hier unten noch extremerer Fall. Quasi keine Varianz in X. Ja? Alle haben den gleichen X-Wert, nur ein einziger Datenpunkt hat einen anderen.
Was dieser Graph uns sagen will, dieses Quartett hat ein Statistiker sich mal sorgsam ausgedacht vor 40 Jahren. Das ist Ask Combs Quartet, heißt diese vier Abbildungen zusammen. Die sind sozusagen für Generationen von Studierenden schon eine Warnung gewesen und von Wissenschaftlern. Eine Warnung, wenn ich einfach die Daten nicht angucke, sondern einfach ein Regressionsmodell ausrechne, kann ich zu dem Schluss kommen, ja, schönes Regressionsmodell oder auch nicht schönes Regressionsmodell. Aber wenn ich die Daten nicht gesehen habe, wenn ich mir keinen Scatterplot dieses Bivariatenverhältnisses angeschaut habe, kann ich eben schweren Fehlschlüssen aufsetzen. Nochmal, nur hier oben haben wir quasi die Situation, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und hier haben wir sozusagen drei Probleme, die wir zum Teil jetzt auch gleich noch sehen werden. Über den Hebel, das ist nämlich das, was hier los ist, werden wir noch sprechen. Der Hebel heißt hier, oder wir schauen uns das gleich an, das ist ein Terminus technicus, führt zu einer Verzerrung des Bildes. Hier ist es ein klassischer Ausreißer, ein Wert, der einfach wirklich stark abweicht von allen anderen. Und hier haben wir das Problem eines nichtlinearen Zusammenhangs. Das führt uns eigentlich direkt in die Regressionsdiagnostik hinein. Wir wollen uns jetzt anschauen, was ist genau der Hebel eines Werts, wie beziffert man das und was meinen wir damit, von was hängt der auch ab. Dann, was tun, wenn und wie feststellen, dass die wichtige Vorannahme der Homoskedastizität verletzt ist, wie der Frage nachgehen, dass die Residuen, die ich habe in meinem Regressionsmodell einigermaßen normal verteilt sind und kann ich da vielleicht noch was machen, um das sicherzustellen? Und letztlich ein bisschen weniger wichtig für unsere Zwecke, die sogenannte Unkorreliertheit der Residuen. Also, steigen wir da mal ein. Was sind auf einen Blick nochmal, da taucht das jetzt alles nochmal auf, die Annahmen, die wir treffen, wenn wir ein lineares Modell rechnen? Erstens, ja, es muss ein linearer Zusammenhang da sein. Das haben wir gerade an dem Ascoms-Quartett schon gesehen und auch an der Extrapolation, dass das nicht unbedingt gegeben sein muss. Muss man aufpassen. Die zwei großen wichtigen Kriterien sind erstens, fangen wir hier an, Normalverteiltheit des Fehlers. Das heißt, das, was ein Regressionsmodell uns übrig lässt, das, was es nicht aufklären kann, also griechisch Epsilon, der Fehler auf Populationsebene. Von dem gehen wir einfach aus, dass das eine normal verteilte Größe ist, rund um 0, mit einer unbekannten Streuung. Also Epsilon soll ungefähr normal verteilt sein, soll normal verteilt sein, rund um 0, mit einer unbekannten Streuung Sigma. Zweitens, und damit eng verwandt, es muss Homoskedastizität herrschen. Homoskedastizität hatten wir beim T-Test schon mal besprochen. Es lässt sich zeigen, dass es genau das Gleiche ist, was wir dort nur anders formuliert hatten. Dort hatten wir gesagt, was hieß denn Homoskedastizität bei einem T-Test? Da hieß es, die Streuung in den zwei Gruppen, die ich da vergleichen will, muss gleich sein. Gewendet auf das Regressionsmodell heißt es ein bisschen verallgemeinert, welchen Wert meine x-Variable einnimmt, soll nichts damit zu tun haben, darf nichts damit zu tun haben, welchen Fehler ich mache. Sprich, den Fehler, den ich mache, für eine bestimmte Beobachtung, ob ich da mit meinem Regressionsmodell eine Abweichung nach oben, eine Abweichung nach unten bekomme, eine große, eine kleine Abweichung, darf nichts damit zu tun haben, welchen Wert im Regressor x diese Beobachtung gerade inne hat. Und das ist wirklich das Gleiche, vielleicht nur in Klammern kurz gesprochen, beim T-Test Homoskedastizität könnten wir ja auch sagen, die Gruppenausprägung, Experimentalgruppe, Kontrollgruppe, das kann ich mir vorstellen wie zwei Ausprägungen einer x-Variable. Zum Beispiel 0 und 1 könnte ich das kodieren. Ja? Das ist eine echt dichotome Variable. Diese zwei Werte kann ich mir vorstellen, wie die Ausprägung eines Regressors x auch. Tatsächlich passiert hinter den Kulissen im T-Test genau das Gleiche. Man kann den T-Test, das werde ich an einer anderen Stelle nochmal lauter sagen, einfach auch als Spezialfall der Regression verstehen. Und deshalb ist die Homoskedastizität, wie wir sie dort fordern, genau die gleiche Homoskedastizität, nur hier etwas allgemeiner ausgedrückt. X-Variable und Residuum
dürfen nichts miteinander zu tun haben. Und was des Weiteren eben auch noch wichtig zu sagen, X muss irgendeine Streuung aufweisen. Haben wir gerade in dem Ascoms-Quartett, war ein Bild dabei, da war das fast nicht der Fall. Da hatten bis auf einen Wert, nur so kam Streuung zustande, hatten alle Werte den gleichen X-Wert. Das ist dann ist es das lineare Modell pathologisch, würde man sagen. Das kann man dann nicht berechnen. Das ist unendlich unterspezifiziert. Sie können an einer Punktwolke, die in X keine Variation hat, können Sie alle Geraden aufhängen, wie Sie wollen. Wir sind alle gleich gut. Das hilft Ihnen gar nicht. Also wir brauchen Streuung in X. Etwas kryptischer, weil in den Sozialwissenschaften oft nicht gegeben, diese X-Variable, die wir benutzen, die soll eigentlich ohne Messfehler gemessen sein. Das lassen wir, aber das ist eine Annahme, die man relativ leichtherzig ignoriert, muss man sagen. Streng genommen ist es aber so, dass wir für X zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel sagen, X ist eine Gruppenausprägung, Gruppe 0, Gruppe 1, da gibt es keinen Messfehler. Ja? Das wäre ein schönes Beispiel, wo das auf jeden Fall gilt, das lineare Modell. Für viele der X-Variablen, die wir hier haben, wie mütterliche Körpergröße, würden wir sagen, klar, hat das auch, ist auch gemessen mit einem Messfehler. Das verschweigen wir sozusagen. Aber was ein bisschen wichtiger ist, ist die Unabhängigkeit meiner Beobachtungen. Ja? Ich erwarte also, dass die 100 Werte, für die ich jetzt ein Regressionsmodell rechne, nicht zum Teil zum Beispiel irgendwie denselben Familien entstammen oder denselben Schulklassen entstammen. Je nachdem, was ich da anschauen will. Ich gehe erstmal von aus, das sind 100 unabhängige Beobachtungen. Ja? Genau, das wären unsere Forderungen. Die Annahme, die ich zuerst kurz mit Ihnen betrachten möchte, weil sie auch die ist, der Sie sich praktisch immer zuwenden sollten, wenn Sie ein Regressionsmodell gemacht haben, ist die Annahme der Homoskedastizität, also der Gleichstreuung. Wir haben gerade gesagt, kein Zusammenhang soll da sein zwischen dem Fehler, den ich mache, und den X-Wert. Im Kleingedruckten und ein bisschen rätselhaft für uns, warum das so ist, aber wir nehmen es mal zur Kenntnis. Das gilt auch für die Y-Gutwerte. Schreibe ich jetzt aber hier mal ein bisschen in Klammer. Ja? Und sage nochmal, wir hatten es auf einem anderen Slide so formuliert, die Kovarianz, der lineare Zusammenhang zwischen den X-Werten, die ich beobachtet habe, die ich da reinstecke in mein Regressionsmodell, und den beobachteten Residuen, schreibe ich gerne mal in lateinischen Buchstaben, soll gleich 0 sein. Das ist Homoskedastizität. Und wie kann ich mir das anschauen? Nun, nachdem ich ein Regressionsmodell gemacht habe, kann ich einfach sagen, ich plotte das gegeneinander. Ähnlich wie wir in der Statistik 1 einen bivariaten Zusammenhang uns geplottet haben. Was also hier gemacht wird, ist, es werden die X oder eben auch die Y-Hut-Werte hier abgetragen. In unserem Fall sind es die X-Werte, ich mache es auch mal gleich weg, aber hier unten steht halt Fitted Values. Das ist nämlich ein bisschen irreführend, dass hier Fitted Values steht. Da unten, ich komme hier nicht ran, ich habe so einen blöden Farbbalken da davor, verzeihen Sie. Wird abgetragen, X gegen die Residuals, also gegen E sozusagen. Und was Sie hier sehen, in diesem Fall 1, in dem Graph, was hier als Case 1 überschrieben ist, ist ein homoskedastischer Fall. Es gibt offensichtlich keinen linearen Zusammenhang mehr zwischen wo ich auf der X-Achse war, beziehungsweise in dem Fall, welchen Wert ich gefittet habe, abgetragen gegen die Residuals. Ja, sehen Sie das? Diese Information zu kennen, sagt mir nicht, wie groß das Residuum sein wird. Das ist gut, weil das heißt, der Regressor kann nicht mehr aufklären. Ja? Wenn ich so einen Fall habe, wie hier gezeigt, dann habe ich ein Problem. Das entspricht eher dem, was wir vorher bei Ascoms Quartett als Nichtlinearität gesehen hatten. Da war es auch so, dass irgendwie kleine bzw. sehr große Werte im Regressor zu einer Unterschätzung durch das Modell geführt haben und vielleicht zu einer leichten Überschätzung durch das Modell in der Mitte, also für mittlere Ausprägungen des Regressors. Sowas, wenn meine Residuen abgetragen gegen meinen Regressor oder gegen meine gefitteten Werte so aussehen, dann weiß ich, in meinem Fehler steckt noch irgendwie was, steckt noch ein Muster drin. Da ist noch was Systematisches drin.
Oft wird es der Anlass sein, das Modell durch andere Terme, also andere Regressoren zu ergänzen. Ich suche letztlich nach zum Beispiel einer, ich könnte zum Beispiel hier in dem Fall sagen, ich probiere mal aus, den Regressor vorher zu quadrieren. Also das macht man zum Beispiel manchmal, wenn man etwas aus dem Alter vorhersagt, das Einkommen zum Beispiel, dann stellt sich raus, dass das Einkommen von Probanden in irgendeiner großen soziologisch-soziodemografischen Erhebung keine lineare Funktion des Alters ist. Also auch, aber dazu gibt es noch so was Quadratisches. Also kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wenn du 10 Jahre lang Geld verdient hast, dann in den nächsten 10 Jahren verdienst du nicht genauso viel Geld, sondern du hast ja schon Geld verdient, wird dein Einkommen und das, was du so an Einkommen generieren kannst, vielleicht sogar nicht linear, quadratisch oder so anwachsen. Also versucht man dann in einem Regressionsmodell zum Beispiel Alter Quadrat noch mit reinzunehmen. Wenn man sowas tut, wird man sehen, wenn ich nur den linearen Term habe, habe ich in den Residuen noch sowas, so ein komisches Muster drin, was zum Beispiel so selbst so quadratisch aussieht. Wenn ich dann als Versuch einen quadratischen Term als Regressor mit ins Modell nehme, ändert sich natürlich auch das, was übrig bleibt. Und im besten Fall sieht es dann wieder so aus. Ja, also dieses Muster, was Sie hier unter Case 1 sehen, das ist, was wir anstreben, wenn wir auf Homoskedastizität erkennen wollen. Und das wollen wir. Wir wollen Homoskedastizität. Die zweite Annahme, normal verteilte Residuen. Entgegen häufiger Fehlannahmen. Und Sie müssen mir und auch anderen Dozenten, Lehrbüchern im Bachelorbereich das verzeihen, wenn es manchmal ein bisschen undeutlich rüberkommt. Entgegen häufiger Annahmen müssen in der linearen Regression nicht die Daten Y, die wir erklären wollen, normal verteilt sein, streng genommen, sondern das, was übrig bleibt, die Residuen, wenn wir fertig sind mit unserem Modell, die sollen normal verteilt sein. Man kann auch Fälle konstruieren, wo man das nämlich ganz schön sieht. Glaube, ich habe jetzt hier, muss man schnell schauen, wie es hier weitergeht, ob wir das hier haben. Nee, aber ich zeige Ihnen vielleicht mal noch einen Fall, wo man das sieht, dass für Y, für die wirklich gemessenen Daten, es nicht unbedingt der Fall sein muss, aber wenn man ein schönes lineares Modell gefunden hat, dann sind die Residuen normal verteilt hinterher. Also, in einem guten Regressionsmodell sollte es ja so sein, dass kleinere Abweichungen plus oder minus von der Regressionsgerade relativ häufig vorkommen, während größere Abweichungen relativ selten sein sollten. Ja, dann wäre das eine schöne, gleichmäßige Verteilung der Fehler. Viele kleine, wenige große Fehler. Das geht schon in die Richtung einer Normalverteilung. Und es ist eben ein Teil des Kleingedruckten, wenn wir Kleinstquadrateschätzung, Least Squares Regression verwenden wollen, dass dieser Schätzer eben nur dann wirklich optimal ist im Sinne von, dass er erwartungstreu das Beta auf Populationsebene schätzt, wenn die Residuen normal verteilt sind. Das ist also eine ganz harte Forderung, genauso wie die Homoskedastizität, die einfach erfüllt sein muss, damit alles weitere, F-Tests, T-Tests, Konfidenzintervalle auch wirklich interpretierbar sind. Ja? Genau. Wie überprüfen wir sowas, dass die Residuen normal verteilt sind? Ähnlich wie bei der Homoskedastizität, da haben wir auch gerade gesagt, Homoskedastizität heißt, die Residuen dürfen nichts mehr mit dem Regressor zu tun haben, also tragen wir es einfach gegeneinander ab. Und hier ist es jetzt eigentlich sogar noch ein bisschen einfacher. Die normal verteilten Residuen sind ja nur eine Aussage über die Residuen, also eine Variable, also alle Werte E aus meinem Regressionsmodell, wenn ich fertig bin. Und die kann ich mir einfach abtragen als Histogramm hier gezeigt. Oder auch als QQ-Plot. Kennen Sie den QQ-Plot noch aus der Statistik 1? Den haben wir auch dort benutzt, wenn wir irgendwas auf Normalverteilung überprüfen wollten. Dann haben wir gesagt, okay, gib mir mal von dieser Variable, die mich gerade interessiert, hier die Residuen, die ganzen Quantile raus. Also nicht nur das erste Quartil und das zweite und das dritte Quartil, sondern gib mir einfach Quantile. 3% Quantil, 5%, 10%, 12%, so, ja. Und tragen wir das mal ab gegen die Quantile einer Standard-Normalverteilung. Wenn du dann perfekte Normalverteilung hast, zum Beispiel wenn du eine Standard-Normalverteilung gegen sich selbst quasi abträgst, dann liegt alles auf so einer Linie, wie auf so einer Schnur aufgereiht. Verletzungen der
Normalverteilungsannahme drücken sich dann aus in Abweichungen von dieser Gerade im QQ-Plot. Und was ich hier habe, das sind verschiedene Fälle, muss man sagen, das sind nicht die gleichen Residuen, sondern das sind die Ergebnisse von drei verschiedenen Regressionsmodellen. Also in dem Fall hier würden wir sagen, ja, das sieht ganz gut aus. Es ist nicht komplett um Null, aber es ist ziemlich schön verteilt. Man würde bei diesem Histogramm vielleicht gerne eigentlich ein paar mehr Bins haben, um das besser sehen zu können. Aber im weitesten Sinne würde man hier von normal verteilten Residuen sprechen. Und hier hat man zwar in einem bestimmten Bereich auch eine Schiefe drin, also man hat hier für quasi die größten Residuenwerte, die weichen stärker von der Normalverteilung ab, als man es erwarten würde. Also das ist so ein bisschen ein schwererer Schwanz einseitig von der Verteilung. Für praktische Zwecke würde man aber wahrscheinlich trotzdem auch sagen, im Kernbereich ist die Normalverteilung einigermaßen gegeben. Und hier nochmal eine andere Darstellung. Ebenfalls wieder eine Standardnormalverteilung in blau gezeigt und dann, man nennt es eine Kernel Density, das ist im Prinzip, können Sie sich vorstellen, wie ein geglättetes Histogramm, de facto ist, kann man sagen, ist ein geglättetes Histogramm, ist dann hier nochmal so in schwarz und rot unterlegt gezeigt. Das wären also die eigentlichen Residuen. Ebenfalls wieder hier gewisse Abweichungen, aber relativ nah dran. Hier würde man wahrscheinlich sagen, gut. Es gibt auch Signifikanztests, die fragen, sind diese Residuen geeignet, um die Nullhypothese, nämlich Nullhypothese wäre, der Fehler ist normal verteilt auf Populationsebene, diese Annahme zu verwerfen. Zum Beispiel der sogenannte Shapiro-Wilk-Test wird dafür oft verwendet oder auch ein Kolmogorov-Smirnov-Test. Das sind Tests, die Ihnen draußen begegnen werden, die Sie lesen. Vielleicht wäre es auch mal so, dass ein wissenschaftliches Journal es explizit fordert, dass die Autoren ihre Ergebnisse überprüfen mit solchen Tests. Ich persönlich rate davon ab oder rate Ihnen auch für Ihre Bachelorarbeit davon ab. Ich empfehle Ihnen eigentlich, solche grafischen Verfahren anzuwenden und dann eine Entscheidung zu treffen. Der Hintergrund ist ein Misstrauen gegenüber Signifikanztests, was wir schon öfters angesprochen haben. Wenn ich sehr wenige Datenpunkte habe, zum Beispiel nur 15, 16, 17, 20, 25 Datenpunkte, dann hat so ein Test wie ein Shapiro-Wilk-Test eine schwierige Situation, um die Nullhypothese wirklich zu verwerfen. Er hat, wie wir hier das in Statistik 2 noch nennen werden, eine geringe Power. Wenn Sie hingegen 3000 Datenpunkte haben, bei einer, weiß nicht, einer großen Online-Studie, geht es mal schnell, dann ist es so, dass eine auch schon kleinste Abweichungen von der Normalverteilung, so wie die hier, die wir hier sehen zum Beispiel, die finden wir praktisch noch akzeptabel, sieht normalverteilt genug aus. Der Signifikanztest, der Kolmogorov-Smirnov vor allem oder auch der Shapiro-Wilk, die würden sagen, ist aber eine signifikante Verletzung der Normalverteilungsannahme für die Residuen. Also schwierig damit allein sich zu entscheiden. Ich würde immer zumindest auch so eine grafische Betrachtung der Residuen hinzuziehen. Genau, halbe Stunde ist schon wieder um. Die Frage, die ich noch kurz behandeln möchte, wäre aber, was, wenn also Normalverteilung der Residuen nicht gegeben ist? Wenn wir solche wie beobachtete oder eigentlich noch stärkere Abweichungen von der Normalverteilung für die Residuen sehen. Ein üblicher Reflex ist zu sagen, da müssen wir einen nicht-parametrischen Test durchführen. Der kommt oft von, den werden Sie vielleicht mal von Ihrer Betreuerin oder so hören. Das kann schon sein, das ist auch weit verbreitet, was immer ein nicht-parametrischer Test ist. Das wissen wir gerade nicht so genau, aber man würde nicht die so einfach von dem Statistikprogramm ausgespuckten F-Tests, zum Beispiel für die Regression, also diese ANOVA-Tests, würde man nicht verwenden. Vielleicht auch die T-Tests für die Parameterschätzung nicht. Ein zweiter üblicher Reflex ist, ach, das macht nichts. Ein lineares Modell ist robust gegen die Verletzung der Normalverteilungsannahme. Darüber kann man sich streiten, man kann in Simulationsstudien das untersuchen, wie robust es ist. Also Robustheit, auch ein Term, den ich später im Semester nochmal verwende und auch mal genauer erkläre. Mit Robustheit meinen wir also, das Verfahren kommt zum selben Schluss, auch wenn so eine wichtige Vorannahme wie normalverteilte Residuen verletzt ist, nicht gegeben ist. Was ich Ihnen stattdessen an die Hand geben möchte, ist, wenn die Residuen nicht normalverteilt sind, fragen Sie sich,
ob Sie die Daten Y, die in das Modell eingehen, mit denen Sie ein lineares Modell rechnen wollen, ob die sich nicht geeignet transformieren lassen. Transformation, altes Thema, haben viele von Ihnen mit mir schon in der Empirie eigentlich mal angesprochen, dass wir gesagt haben, Variablen kann man auch mal transformieren, die kann man mal vielleicht quadrieren, da kann man mal den Logarithmus nehmen von Variablen. Eine Transformation wäre auch einfach einen festen Wert dazu zu addieren natürlich. Also gibt es Transformationen der Daten, die dann dafür sorgen, dass Normalverteilung der Residuen, wenn ich mit denen das Modell rechne, eher gegeben ist. Hier ein Beispiel aus dem Lehrbuch Fox, Advanced oder Applied Regression heißt es. Da gibt es in einem der, glaube ich, Kapitel 4 oder so zur Transformation, da bietet uns Fox zum Beispiel ein Beispiel an von Kindersterblichkeit pro Land. Eine interessante Variable, mit der man viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen kann. Was wir aber an dieser sogenannten, das ist wieder so eine Kernel Density, was wir an der sehen, ist, die ist also alles andere als normal verteilt, diese Variable Kindersterblichkeit. Ja? Das ist also hier so ein ganz typischer Plot aus der deskriptiven Statistik. Das ist zwar schön unimodal, aber eben rechts schief, würde man sagen, oder links steil. Wenn ich jetzt hier mit einem Regressionsmodell mache, riecht es schon von Anfang an danach, dass vermutlich die Residuen auch nicht normal verteilt sein werden. Und daher kommt übrigens auch dieser bisschen Kurzschluss im Kopf, dass wir denken, die Y-Variable selber müsste nochmal verteilt sein. Muss sie streng genommen eben nicht. Aber oft ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Modell auch normal verteilte Residuen zu produzieren, was die eigentliche Annahme ist, höher ist, wenn die Y-Variable normal verteilt ist. Was man also in diesem Fall überlegen könnte, wäre: Findet sich eine Transformation für Kindersterblichkeit, die dann eben eher normal verteilt ist. Und eine typische Transformation, die Sie zum Beispiel bei Daten probieren sollten, die sich so rechtsschief verteilen, die sich also an eine, wie ich immer sage, harte Untergrenze ranpressen. Also in dem Fall ist es ja so, weniger als eine Kindersterblichkeit von 0 geht halt nicht. Ja? Das ist eine klassische verhältnisskalierte Variable. Das ist ein bedeutsamer Nullpunkt. Null Kindersterblichkeit. Eine Rate von 0 toten Kindern pro 1000, weniger geht nicht. Mit solchen verhältnisskalierten Variablen haben wir es ja manchmal zu tun in den Sozialwissenschaften, also und in den Naturwissenschaften. Raten sind sowas. Wir könnten auch Reaktionszeiten hier nennen, die sich auch so verhalten. Wenn Sie diese Mortalitätsraten hier haben, zum Beispiel 1 pro 1000, 4 pro 1000, 15 pro 1000 oder wenn es wirklich schlecht steht um die Kindersterblichkeit in einem Land, 50 von 1000. Wenn Sie davon den natürlichen Logarithmus nehmen, dann ist es bei 1 einfach 0, bei 4 wäre der Logarithmus die Log-Sterblichkeit, kann man dann auch sagen, wäre 1,4, bei 50 wäre sie 4 oder 3,9. Sie sehen also, wie das sozusagen wie der Logarithmus das zusammenschieben würde. Ich habe mal für ein paar Fantasiewerte hier unten das nochmal gemacht, beziehungsweise das sind einfach diese wenigen Werte, sind hier nochmal abgetragen. Und wenn ich dann hier die untransformierten Werte x quasi abtrage gegen die logarithmierten Werte, das ist jetzt in diesem Fall immer der Logarithmus zur Basis e, das ist also der natürliche Logarithmus, den man manchmal auch ln schreibt, ich schreibe aber meistens log, wenn ich nur log schreibe, meine ich den log zur Basis e. Und es ist auch nicht nur bei mir so, das ist generell in Statistikbüchern so, dass eher log 2 oder log 10 dran steht, wenn nichts dabei steht, ist log zur Basis e. Das Prinzip bleibt aber das gleiche, egal welchen Logarithmus Sie hier nehmen. Es führt zu so einer Art Verdichten. Ja? Also diese extremen Ausreißer nach oben, die haben Sie nicht mehr. Und die Abstände zwischen zum Beispiel 20, einer Kindersterblichkeit von 15 pro 1000 und 50 pro 1000, das entspricht im Logarithmus einer Zunahme von 1
genauso wie zwischen 0 und 4. Also sie verdichten den ganzen Wertebereich so ein bisschen und bekommen dadurch, was passiert, also sie holen alles, was hier oben so rechts schief verteilt ist, ein bisschen rein. Es sollte also was eher normal verteiltes resultieren und das ist auch der Fall. Hier also der Log, der natürliche Logarithmus, auch noch hier mal zentriert um 0 ist er dann ganz schön, da ergibt sich also dieses Bild. Jetzt wäre also der Vorschlag, ein Regressionsmodell zum Beispiel mit solchen logarithmierten Daten zu rechnen. Sie gehen also gar nicht, sie modellieren eigentlich nicht Sterblichkeitsraten, sondern sie würden Log-Sterblichkeitsraten modellieren. Das müssten Sie natürlich bedenken, wenn Sie dann Ihre Regressionsgewichte interpretieren und Ihre Antwortsätze formulieren. Aber für die, ich sag mal, die Mechanik des linearen Modells wären Sie hier wesentlich besser beraten, weil Sie bessere Chancen haben, normal verteiltes Residuum auch zu bekommen. Bei Fox in dem Kapitel sehen Sie dann auch, dass man eben verschiedene Transformationen durchprobieren kann. Dass also das Suchen von so einer Transformation keiner Regel folgt, sondern tatsächlich ein optisches Verfahren ist. Sie würden verschiedene Transformationen durchprobieren. Hier nochmal unsere Kindersterblichkeit als Boxplot gezeigt. Das sehen wir auch nach allem, was wir über Boxplots wissen. Die Schiefe wieder, die deutliche Schiefe. Wir sehen auch schon an der Box selber, dass das nicht, dass die Box nicht symmetrisch um den Median ist. Und wenn man jetzt verschiedene Transformationen durchprobiert, sieht man, dass wir eben mit dem Log, den wir gerade schon probiert haben, sehr schön Richtung was Normalverteiltes kommt. Was auch üblich ist, sind generell solche Potenzen, also hoch ein halb zum Beispiel, geht auch schon in die richtige Richtung. Dann kann man es aber auch übertreiben. Man könnte zum Beispiel auch minus x hoch minus ein halb machen. Dann geht es schon wieder in die andere Richtung. Und hier hätte man zum Beispiel eine Transformation, die kann auch mal nützlich sein für bestimmte Zwecke, eine Art Inverse. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir verwenden zum Beispiel relativ oft was in die Richtung geht, wenn wir Reaktionszeiten transformieren, weil die eben auch so rechts schief sind, machen wir oft die sogenannte Speed-Transformation. Wir nehmen also 1 durch Reaktionszeit oder Reaktionszeit hoch minus 1. Sozusagen. Und in unserem Fall ist es dann oft so, dass das eine ganz sinnvolle Transformation ist, um normal verteilte Residuen hinzubekommen. Der wichtige Satz hier nur, hier sehen Sie nochmal so eine ganze Familie, was Sie mit Variablen x machen können. Und es gibt auch quasi zu jeder Transformation immer so eine Transformation in die umgekehrte Richtung wieder. Kann man sich vorstellen, x hoch 2 wäre quasi die quadrierte Variable und x hoch 1/2, also symmetrisch um 1, was ja das gleiche ist wie Wurzel x, wäre dann in die andere Richtung. Hier in dem Buch, in dem Lehrbuch von Tabachnik und Findel sieht man das. Wenn Ihre Daten so sind, probieren Sie doch mal eine Wurzel aus. Wenn Ihre Daten so sind, probieren Sie quasi das wäre in dem Fall quasi die Wurzel der reflektierten oder der umgepolten Variable. Könnten Sie einsetzen. Logarithmus der umgepolten Variable. Das sind alles so Handreichungen, an die man sich wenden kann, die ich Ihnen eben nochmal in die Hand legen möchte für zum Beispiel bei der Bachelorarbeit. Da sitzen Sie oft vor Daten und überlegen dann, ob nicht eine Transformation sinnvoll wäre. Und einige von Ihnen werden das tun und da seien Sie nochmal an diese Daten hier verwiesen. Das Wichtigste ist, often you have to try several transformations before you find the most helpful one. Es gibt also nicht die eine, sondern es ist eine Frage, wie sieht es eigentlich aus? Muss man sich optisch anschauen. Die dritte Annahme, die wir noch kurz besprechen wollen, ist die Annahme, dass die Residuen unabhängig sind. Was bedeutet das? Der Fehler E zwischen dem, was mein Regressionsmodell vorhersagt und dem Wert, den ich für dich gemessen habe, der soll komplett unabhängig sein, komplett uninformativ darüber sein, welchen Fehler ich bei der nächsten Beobachtung mache. Ja? Das ist echte Unabhängigkeit. Genauso wie dein Messwert. Wenn ich dich repräsentativ aus einer großen Population für meine Stichprobe ziehe, dann soll der Messwert, den du produzierst, der kann nichts damit zu tun haben, welchen Messwert jemand anderes, Unabhängiges aus der Population gezogenes hat. Und das fordern wir für die Residuen jetzt auch. Für die Residuen fordern wir eine ganze Menge. Haben Sie das gemerkt? Eigentlich alle drei Forderungen haben mit den Residuen zu tun. Wir fordern, dass die normal verteilt sind. Das war Forderung 2.
Wir fordern, dass sie unabhängig voneinander sind. Das ist Forderung 3. Und das steckt in diesem IID, in dem Ausdruck independent and identically distributed, steckt es ja beides drin. Das erste ist jetzt das erste I, independent. Und das identically distributed ist eigentlich die Normalverteilungsannahme. Und hat auch so ein bisschen mit der Homoskedastizität zu tun, was unsere erste Forderung war. Dort hatten wir gesagt, die Residuen müssen normal verteilt sein, und zwar völlig egal, welchen Wert der Regressor gerade annimmt. Ja, also alles kreist um die Residuen. Und die Unabhängigkeit ist also das, worum wir uns am wenigsten kümmern meistens. Es gibt allerdings schon ein paar Phänomene, ein paar Variablen, die Ihnen eigentlich viel unterkommen in der Psychologie, nämlich sogenannte Zeitreihen. Und dort kann es sehr leicht passieren, oder dort ist eigentlich davon auszugehen, dass die Residuen nicht unabhängig voneinander sind. Zu den Zeitreihen gehören zum Beispiel Verlaufskurven in einem Proband, wiederholte Messungen. Ja, wenn Sie von einem Proband jeden Morgen den Blutdruck messen für ein halbes Jahr lang, dann ist nicht davon auszugehen, dass es jedes Mal unabhängig ist, sondern durch viele Einflüsse, die wir gar nicht kennen, kann es eben sein, dass der Blutdruck in einem bestimmten Bereich mal runtergeht. Und wenn er aber bestimmt, zum Beispiel, wenn er bestimmt in den Keller gegangen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er am nächsten Tag vielleicht wieder nicht so stark in den Keller geht und sich so langsam wieder annähert an das Originalniveau. Wenn Sie also einen starken Fehler gemacht haben, ist der Fehler, den Sie am nächsten Tag machen würden mit einem linearen Modell, nicht unabhängig von dem Fehler, den Sie vorher gemacht haben. Das war jetzt eine sehr schlechte Erklärung, merke ich gerade. Ich hoffe, ich hätte hier die Abbildung, aber ich glaube, ich habe die Abbildung hier nicht dabei. Börsenkurse, biologische Signale aller Art, Zeitreihen aller Art, haben die Eigenschaft, dass den Fehler, den mein lineares Modell im einen Datenpunkt macht, nicht komplett unabhängig ist vom Fehler, den ich im nächsten Zeitpunkt mache, ja, oder im nächsten Datenpunkt mache. Und das Problem ist, dass das wiederum eigentlich auf die Heteroskedastizität durchschlägt. Es ist dann eben so, dass ich nicht genau sagen kann, das Residuum hat eben schon was damit zu tun, wo auf dem X-Regressor ich gelandet wäre. Und die ganzen folgenden Hypothesentests, Parameterschätzungen werden dadurch unzuverlässig. Es gibt einen Test, den sogenannten Durbin-Watson-Test, der das kontrolliert. Aber Sie sehen schon an der Kürze, in der ich das hier behandle, dass uns das in der Praxis, auch jetzt auf dem Niveau von Statistik 2, relativ wenig behandelt. Aber es ist eben die dritte Vorannahme, die wir machen. Die wichtigen Residuen müssen unabhängig sein, die Sie bitte kennen sollten. Im Folgenden möchte ich noch den Einfluss und die Diagnostik von Ausreißern ein bisschen näher besprechen. Ich glaube, intuitiv haben Sie eine Idee davon, was ein Ausreißer ist in Daten. Ja, wir hatten auch in der Statistik 1 solche bivariaten Scatterplots uns angeschaut und hatten dann gesagt, dass es da eben bestimmte Werte geben kann, die nicht zu der Punktwolke als Ganzes passen. Also wenn man so klassisch die Brille abnimmt, so ein bisschen, oder so ein bisschen, wie sagt man, squinted im Englischen, also so ein bisschen unscharf drauf guckt, und dann erkennt man so eine Form, und dann gibt es einzelne Punkte, die davon sehr stark entfernt liegen. Das sind intuitiv Ausreißer. Die Frage ist, macht das was für ein Regressionsmodell? Und eine Funktion mit der, oder ein Wert, muss man sagen, mit dem wir das beziffern, ob das was macht oder nicht, ist der sogenannte Hebel oder Leverage genannt oder klein h geschrieben. Ist eigentlich lustig. Ich glaube, der heißt sogar im Englischen h, der hat also das aus dem Deutschen ererbt, obwohl er eigentlich im Englischen Leverage heißt. Wir können uns das leicht vergegenwärtigen, wenn wir nochmal die eigene Größe und die mütterliche Körpergröße angucken. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe hier die Regressionsgerade, ein Phänomen, was wir bisher nicht besprochen haben, was sich aber ergibt aus den gaußschen normalen Gleichungen, ist, dass die Regressionsgerade im Übrigen immer aufgehängt ist sozusagen. Die hat immer ihren Aufhängungspunkt, die geht immer durch beide Mittelwerte, also den Punkt Mittelwert X, Mittelwert Y. Das ist ja ein Punkt, den ich beschreiben kann hier. Das ist kein Punkt, sehen Sie hier auch, da wo diese zwei orangen Striche sich kreuzen, da gibt es keinen beobachteten Datenpunkt.
Das wissen wir, der Mittelwert muss selber in den Daten nicht vorkommen. Aber dieser Punkt Mittelwert, Mittelwert, Mittelwert X, Mittelwert Y, der liegt immer auf unserem Regressionsmodell. Und jetzt ist die Frage, was machen bestimmte Werte mit meiner Regressionsgerade? Da darf man sich jetzt nicht täuschen lassen. Dieser Wert zum Beispiel, der ist ja Teil meines Modells. Den habe ich offensichtlich mitgeschätzt. Auch der war Teil meiner Kleinstquadrate-Schätzung. Der hat zwar jetzt immer noch, würde man sagen, ein relativ großes Abweichungsquadrat. Und der hier hat zum Beispiel ein kleines Abweichungsquadrat. Der hat auch ein kleines Abweichungsquadrat. Wie würde das ganze Modell aussehen, wenn diese Werte zum Beispiel ein bisschen anders wären? Der hier ist irgendwie auch komisch. Sehen Sie das? Das war, was war denn das? Das war also eine relativ extrem, also eine extrem kleine mütterliche Größe wurde hier berichtet. Und die Person, die Studentin, die das berichtet hat, berichtet für sich selbst auch eine extreme Größe. Sie ist also die zweitkleinste aller Studenten, die wir hier hatten, oder Studentinnen wahrscheinlich. Und die mütterliche Größe wurde auch hier die kleinste berichtet. Jetzt ist die Frage, welchen Einfluss hat dieser Punkt? Anders gesagt, welchen Hebel an die Regressionsgerade hatte dieser Punkt? Und das ist eben das, da darf man sich nicht täuschen lassen. Wir sehen jetzt hier die Gerade so, nachdem dieser Punkt berücksichtigt wurde. Frage ist aber, wie würde das Modell aussehen, wenn dieser Punkt nicht dabei wäre? Dafür gibt es verschiedene Maße. Es gibt Maße, die wir hier nur ganz kurz streifen, wie Cook's D. Ich möchte aber hier jetzt vor allem kurz auf den Hebel eingehen. Der Hebel ist deshalb faszinierend, weil der Hebel nur, sage ich Ihnen erstmal jetzt, nur von X abhängt. Also nur der X-Wert wirkt sich hier aus. Der Hebel ist also abhängig vom Abstand, den ein Wert XI, kann man sagen, vom Mittelwert MX hat. Die Formel ist ein bisschen komplizierter, mit der schlagen wir uns hier aber nicht rum. Es sollte aber so sein, dass man sich die Hebelwerte, also nochmal, Hebel hat man für jeden Wert I, den man in seiner Stichprobe hat, hat man auch einen Hebelwert. Und der hängt wiederum nur vom X-Wert ab. Der hängt nicht davon ab, welcher Y-Wert modelliert werden soll, sondern nur welcher X-Wert oder, wenn wir in der multiplen Regression sind, welche X-Werte, also weil wir mehrere Regressoren haben, eine Beobachtung I mitbringt. Und wenn dieser Hebelwert extrem ist, dann sollte man zum Beispiel das Regressionsmodell auch mal ohne diese Werte berichten und schauen, ob man zum selben Schluss kommt. Die Frage ist also, wie sähe das Regressionsmodell ohne so eine Beobachtung mit einem großen Hebel aus? Man könnte sagen, der Hebel misst die Ungewöhnlichkeit einer Beobachtung in x Hinsicht, ja? Und beschreibt quasi das Potenzial einer Beobachtung, die Regressionsgerade zu beeinflussen. Die Formel, haben wir gesagt, ist ein bisschen komplizierter. Alles, was wichtig ist, ist, sehen wir wieder so, wenn wir nur drauf schauen, y kommt nicht vor. Sehen Sie das, wie die Formel für den Hebel nur von den x-Werten abhängt. Ja, ich schaue, wie stark weicht mein Wert i jetzt gerade vom x-quer ab, dessen Abweichungsquadrat i. Und unten habe ich so eine Art Summe aller anderen Werte, das ist jetzt hier gar nicht genau beschriftet, sozusagen alle anderen Werte j, i bis n, ohne diesen Wert i, wenn ich deren Abweichungsquadrate anschaue, dann schaue ich quasi, wie viel trägt der zum Abweichungsquadrat bei, kann man auch sagen. Ja? Dein Abweichungsquadrat gegen die Summe aller Abweichungsquadrate. Und wenn der Wert halt groß wird, dann ist es vielleicht erwägenswert, dich auszuschließen. Wie groß soll er sein? Dafür gibt es Handreichungen. Eine übliche Formel ist entweder, schreibt die auch nochmal hin, man sieht auch manchmal 2p durch n oder 3p durch n. P ist das, was wir meistens als k bezeichnen eigentlich, nämlich also die Anzahl Parameter in meinem Modell. Anzahl Parameter wäre eigentlich der Regressor, die Regressoren, also zum Beispiel in unserem Fall jetzt in der simplen Regression ist es dann nur ein Regressor und der Intercept, der ist auch eine Größe, die hier eine Rolle spielt. Also würden wir sagen, wenn ich zwei Regressoren quasi damit habe, Regressor und Intercept, also oder zwei Parameter mal 3 wäre 6, ja. Und wenn ich das, und das muss ich dann noch durch n teilen. Etwas liberaler wäre nur 2 mal die Anzahl Regressoren durch n, aber ich würde mal sagen, meistens würde man
bis bei 3 machen. Schnell schauen, ob wir dafür auch einfach ein Bild dabei haben. Genau, hier haben wir nämlich einfach ein Bild. Das ist viel hilfreicher. Hier haben wir jetzt tatsächlich mal die ganzen Beobachtungen, die wir so haben, aber nicht abgetragen wie in dem Scatterplot gegen die mütterliche Größe, sondern tatsächlich mal gegen den Hebel. Und ich habe das so gemacht, damit wir die Punkte, die wir uns vorher umkastelt hatten, hier nochmal anschauen können, haben die denn wirklich einen großen Hebel? Und dabei fällt auf, dass dieser Wert hier oben, der war extrem dahingehend, dass es der größte Studierende war, der war 2,04 Meter oder so groß und berichtete, dass seine Mutter auch sehr groß war. Hebel hat er aber gar keinen so ganz extremen Hebel. Der hat schon einen Hebel, der an der Grenze liegt, aber gar nicht so ganz extrem. Es gibt andere, wie der hier, der wäre uns vielleicht gar nicht so aufgefallen. Der hat einen größeren Hebel, also wo die Mutter 1,83 war. Wiederum, da verwirklicht sich das, nur der X-Wert, also in dem Fall nur die mütterliche Größe, geht in den Hebel ein und spielt eine Rolle dafür, was mit der Regressionsgerade wirklich passiert. Der Wert, den du dann selber hast, dein Y-Wert, der hat darauf gar keinen Einfluss. Und den größten Hebel hat tatsächlich diese Person hier unten, die selbst sehr klein war und eine sehr kleine, das ist aber egal für den Hebel, aber die Mutter als sehr klein berichtet hat. Und da müsste man sich jetzt wirklich fragen, wie würde das Modell eigentlich aussehen, wenn ich diesen Wert mal rausnehme. Also streng genommen würde man diese beiden Werte hier mal ausschließen. Was sich auch herausstellt, sind auch Extremwerte. Hätte man also vielleicht auch ohne, um über den Hebel viel zu wissen, ausgenommen. Aber nochmal, nur mit dem Auge zu sagen, gehören die noch zu der Wolke oder sind es Ausreißer, ist schwierig. Der Hebel ist eine Maßzahl, die Sie dafür einfach ausrechnen können und dann wissen, okay, die einen extremen Hebel haben, die schließe ich mal aus und schaue, ob ich zum selben Schluss komme. Wenn ich zum selben Schluss komme, kann ich das meiner Leserin auch mitteilen und kann sie vielleicht auch einfach wieder reinnehmen, ja, um dann das größere N auch zu haben. Genau, Cooksty gibt es auch noch. Cooksty fragt, Cooksty hängt durchaus auch von Y ab, muss man sagen, anders als der Hebel. Cooksty fragt ganz präzise, was ist die Distanz, also als eine Art euklidische Distanz betrachtet, zwischen dem Wert Y-Hut, den ich für alle Werte vorhersagen würde, also ich mache eigentlich alle Werte Y-Hut, die mein Regressionsmodell mir ausspucken würde, und trage die ab gegen alle Werte Y-Hut, wenn ich eine Beobachtung rausgelassen hätte. Wenn diese Beobachtung einen Einfluss hatte, dann ergibt sich da eine große Distanz, richtig? Das ist also nicht gut. Wenn die Beobachtung quasi keinen Einfluss hatte oder keinen extremen Einfluss hatte, dann wird Cooksty klein ausfallen. Also kleine Cooksty-Werte bekomme ich ebenfalls für jede Beobachtung, kann ich sagen, was ist die Abweichung von dem vorhergesagten Wert für dich und dem vorhergesagten Wert, wenn ich eine andere Beobachtung J rausgelassen habe. Was man in der Praxis eigentlich machen sollte, wäre Cooksty, also ja, nee, hier nochmal zusammenfassend, Cooksty beschreibt also den Einfluss ebenfalls wieder einer einzelnen Beobachtung auf die geschätzte Regressionsgerade, aber es macht es ein bisschen anders als beim Hebel. Es sagt, ich rechne das ganze Modell einfach nochmal ohne diese Beobachtung. Und dann habe ich wiederum hinterher ein paar Werte, wo Cooksty extrem ist. Gibt es auch ein paar Regeln dafür. Einfache Cutoffs sind zum Beispiel 4 geteilt durch n. Ist so ein manchmal in Lehrbüchern oder auch so in Handreichungen empfohlener Wert. Es gibt auch so eine Art F-Test. Früher hat man manchmal gesagt, Cooksty-Werte größer 1. Aber das ist ein bisschen zu verkürzend. Ich habe jetzt hier mal abgetragen, diese Regel 4 durch n, diese Regeln müssen Sie übrigens nicht auswendig wissen. Sie müssen die Idee kennen, das kann man dann immer nachschauen. Sie müssen die Idee kennen, zu sagen, ich trage mir meine Hebelwerte ab oder ich trage mir meine Cooksty-Werte ab und schaue, welche Werte sind extrem. Ja? Und hier ergeben sich in dem Fall einige Werte, die sehr große Cooksty's haben, verglichen mit den anderen. Und was ich manchmal noch mache, ist dann, ich trage einfach tatsächlich den Hebel ab, den ich für jede Beobachtung ausrechnen kann, gegen Cooksty und sehe dann nochmal, wow, jetzt gibt es doch ein paar Beobachtungen, die in beiden Maßen eigentlich extrem sind, die quasi da draußen irgendwo sind. Ja? Also hier haben wir diese eine
Studentin, die sehr klein war mit der kleinen Mutter, das ist die hier, großer Hebel und auch jetzt nicht wirklich extremes Cuxd, aber auch schon am oberen Rand aller Cuxd-Werte. Und der Herr hier, der war nicht extrem hinsichtlich seiner mütterlichen Größe. Im Hebel war er so grenzwertig, aber im Cuxd ist er wirklich extrem. Also die beiden würde ich wahrscheinlich dann mal ausschließen. Ja. Was Sie akzeptieren müssen, ist leider, dass Regressionsdiagnostik und Ausreißerdiagnostik so ein bisschen was Iteratives ist. Das hat ein bisschen was von, ich will ja meine Daten nicht fälschen oder meine Erkenntnis. Aber eigentlich gilt hier die oberste Regel, wir wollen in der Statistik vor allem nicht uns selber betrügen. Ja? Und uns selber betrügen hieße, also uns selber zum Narren halten, hieße uns abzufeiern mit einem schönen Regressionsmodell und eigentlich zu ahnen, dass das Modell abhing von ein, zwei Ausreißerwerten. Also, deshalb ist es wichtig, solche Kontrollanalysen zu machen und zu sagen, ich rechne das Modell nochmal schnell, indem ich die zwei, die drei Werte rausnehme, die ich für extrem halte. Zum Beispiel nach solchen Maßen wie Cuxd oder Hebel, also Leverage, oder auch aus anderen Gründen. Das soll es für heute zu den Vorannahmen des Regressionsmodells zur Regressionsdiagnostik gewesen sein. Eine Stunde Video. Wir sehen uns nächstes Mal zur multiplen Regression. Tschüss.